Bier mit IE Bier. Gut, also, dann fangen wir an. Das Bier haben wir schon mal zum Wohl. Du machst ja jetzt schon lange Festivals, Clubs, alles Mögliche, kennst dich in der Szene gut aus. Und deswegen fragen wir uns, was macht für dich das Elements eigentlich so aus? Ja, erstens ist es in der Heimat quasi, also schön im Süden. Muss ich nicht so weit fahren oder fliegen, das ist ganz entspannt, alles super. Nee, ich finde halt auch vor allem die Location ziemlich geil. Ich komme jetzt dieses Jahr zum dritten Mal zum Elements Festival. Letztes Jahr war es ja schon ziemlich geil. Es war ein Freitag, haben wir letzten Slot gespielt und das ist halt gigantisch. Das sieht halt, wenn man auf der Mainstage steht, dann ist dann hinten so ein kleiner Hügel und es sieht ein bisschen aus wie so ein Kolosseum und es ist eine geile Atmosphäre da und auch tagsüber ist es halt auch mega entspannt, weil ein schönes Programm halt da ist mit Wasser, also es ist ein schöner See hinter der Seebühne und ja, man kann sich da gut austoben und überall chillaxen, also auf jeden Fall eine schöne Location, lohnt sich. Hast du ein bisschen Bammel vor irgendjemandem, den du vielleicht Backstage mal triffst zum ersten Mal? Ja, Bammel jetzt nicht, das nicht. Also zum Beispiel Danik ist ja mittlerweile ein Freund von mir geworden, der habe ich ja auch schon released auf Funk Records jetzt. Zonderling habe ich persönlich jetzt noch nie kennengelernt. Ich glaube, das wäre auch mal ein Act, wo ich selber sagen würde, hey, wenn ich gerade Freetime habe, würde ich mal vielleicht bei seinem Set vorbeischauen und ein bisschen nerven. Ja, das würde mich auch interessieren. Ja, finde ich gut. Hast du irgendwas Neues auf Lager dieses Jahr? Wird es ein anderes Set oder komplett neue Überraschung oder eher in die gleiche Richtung? Ja, also das Set ist ja immer irgendwie anders. Also ich habe schon so meine Grundbausteine in meinem Set drin. Manchmal ist es so das Intro, was über ein paar Monate dasselbe ist. Oder dann vielleicht so ein paar Kerntracks, die ich halt gerne spiele über einen gewissen Zeitraum. Aber es ist ja jetzt auch ein neues Jahr, ein neuer Sommer. Es gibt natürlich viel neue Musik und auch unter anderem jetzt auch meine neuen Tracks, meine EP, was jetzt rausgekommen ist und so. Deswegen wird sich auch viel musikalisch verändern bei mir. Performing wird immer das spontane, glückliche Selbe sein. Also da schauen wir einfach mal, wie es wird. Aber ich meine, ich bin da sehr spontan. Es wird wild. Die Schmuck auf dem Element wird wild und spontan. Ja, wild und spontan, das ist gut, ja. So, jetzt kommen wir ein bisschen zum witzigen Teil. Wir haben nämlich ein paar Spiele mit dir überlegt. Und zwar, also du musst jemand, ich habe jetzt hier auf meinem Handy eine Liste mit verschiedenen Wörtern. Du musst jemanden anrufen und diese Wörter musst du einbauen. Ach du Scheiße. In den Anruf. Und er darf nicht auflegen, bevor diese ganzen Wörter gesagt wurden. Am besten wäre es dein Manager. Das wäre super, wenn du den anrufen könntest. Okay, und mit Lautsprecher? Mit Lautsprecher, klar, sonst geht's ja nicht. Oh Gott, das ist witzig, das ist echt cool. Mal gucken, ob er rangeht. Also Furz, Damenbart, Eichekäse, AfD und Konfektionsgröße. Oh Gott, da komme ich in Teufelsküche. Hallo? Hallo! Hallihallo, bist du gerade im Auto? Grüße. Bist du im Auto? Jo. Okay. Du, sag mal, hast du gefurzt? Wie bitte? Ob du gefurzt hast? Nein. Ja, okay. Ja, keine Ahnung, ich hab da irgendwas gerochen gerade. Hallo? Ja, ja, wo fährst du wieder hin? Willst du jetzt die AfD wählen oder was? Ja, klar. Ja, wahrscheinlich. Sag mal, hast du dich heute eigentlich schon gewaschen oder hast du immer noch Eichelkäse? Ja, was stimmt eigentlich bei dir? Es tut mir leid, ehrlich. Ja, Mann, ganz ehrlich, aber du, sorry. Oh, manchmal, ey, da dachte ich echt, dass meine Mutter den Darmbart noch dran hat. Hey, Wahnsinn. Was geht bei dir eigentlich jetzt? Nö, ich fahre nach Hause. Okay, aber ich will nur noch eins wissen von dir, bitte, wenn du jetzt heimfährst. Welche Konfektionsgröße hast du denn? Geschafft. Hallo? Hast du schon versucht, Meli anzurufen? Oder war ich der Erste auf der Liste? Nein, weißt du schon, oder was? Nee. Ja, du warst gerade hier live bei Elements TV und ich musste gewisse Worte halt in meine Fragen einbauen. Und du warst halt mein Opfer, sorry. Alles klar. So, übrigens der Flo, der kommt auch aufs Festival, der hat richtig Bock. Sag mal liebe Grüße, Flo. Liebe Grüße, Flo. Tschüss, liebe Grüße. Tschö mit, bis bald. Apropos DJ sein, was schätzt du eigentlich an diesem Job an sich? Was ist... Sind die Vorteile oder auch vielleicht die Nachteile? Ja, das Ding ist einfach, man merkt, wenn man, wie soll ich da anfangen? Wenn ich unterwegs bin auf Festivals oder in Clubs halt, merke ich einfach den Leuten,
dass die Leute einfach so aus ihrem Alltag rausgeholt werden wollen. So quasi meine Aufgabe ist halt einfach dann an dem Wochenende oder unter der Woche, je nachdem wann ich spiele, die Leute einfach aus ihrem Alltag rauszuholen mit meiner Musik und denen so ein Lächeln dann zu schenken und zu sagen, hey Alter, ich war jetzt am Wochenende wieder unterwegs, der Schuh hat komplett abgerissen und dann realisieren die das erstmal bis Mittwoch und dann von Mittwoch bis Donnerstag ist ja nur ein Tag, da müssen die einen Tag quasi aushalten, davor ist ja noch die ganze Euphorie und dann am Donnerstag startet ja schon die Wochenendeuphorie und dann geht es ja schon wieder weg. Somit haben die quasi nur einen Tag in der Woche, wo sie vielleicht ein bisschen einen normalen Tag haben und davor ist, also das ist halt so, das ist DJ-Sein einfach für mich. Ich will einfach den Leuten irgendwie einen guten Tag verschaffen. Dein Style ist ja manchmal ziemlich hart, also auch Hardstyle-mäßig. Ja. Hörst du das auch jetzt privat? Also hockst du oh, schrei doch nicht so, ey. Hörst du das? Und denkst du so, ja Mann, jetzt gebe ich mir so richtig geil Hardstyle oder hört man bei dir daheim nur Kuschelrock oder die Backstreet Boys? Oder? Ja, du bringst auf den Punkt, ja, das hört man bei mir daheim auch. Aber ich bin ehrlich, ich höre am liebsten so Underground House daheim oder so ein bisschen, ja, was gechillt ist halt einfach. Ich bin ein riesen Fan, wenn ich zum Beispiel nach dem Gig nach Hause fahre, höre ich gerne Soundtracks von Hans Zimmer oder so. Viel mit Orchester und beruhigende Melodien, dass ich da ein bisschen runterkomme von diesem ganzen Gezappel. Ja klar, verstehe ja. Aber ich mag auch Klassik und oder ja Hip-Hop jetzt nicht wirklich, aber ein bisschen Charts. Aber ich höre schon halt so gut wie alle sein. Ja. Du hast ja jetzt schon seit einiger Zeit eine Freundin. Ja. Ja. Die kennen wir alle. Hab ich nicht versteckt. Und die ist ja auch oft mit dir auf Tour. Ja. Ist es schwierig, eine Beziehung mit diesem krassen DJ-Leben zu führen? Also mit diesem immer auf Reisen und immer auf Touren oder Gigs nachts zu spielen? Ja, wir sind jetzt seit 2 Jahren zusammen und ich habe dir von Anfang an mitgenommen. Wir haben uns ja auch beim Gig kennengelernt in Köln und ja, ist halt auch nicht einfach für beide, natürlich nicht, das ist klar, egal wie man es macht, ob es jetzt regelmäßig mitkommt oder nicht, ja, es ist schwierig, weil vor allem halt auch, wenn man jetzt ins Ausland fliegt oder so, gibt es halt manchmal nur natürlich einen Platz noch dazu und der ist dann meistens für einen Tourmanager oder für einen Filmer und wenn du dann mit so einem riesen Entourage da ankommst, auch mit Freundinnen, wird es natürlich erstmal teuer, das ist klar. Und für so kurze Shows lohnt sich das meistens halt nicht, weil man denkt halt immer, wenn man kurz nach Korea oder so fliegt, hat man da ewig Zeit, dann irgendwie da noch irgendwie die Stadt kennenzulernen oder so. Das ist einfach meistens immer nur ein Rein-Raus. Ja. Aber so hat sich das schon ganz gut eingespielt jetzt in den 2 Jahren und in der Sache überhaupt gar keine Probleme. Das wird komplett akzeptiert und angenommen und das ist ein Checkpoint einfach. Besser geht es nicht. Ja. Ich spiele dir jetzt den Anfang von einem Lied vor und du musst mir den Drop singen. Ja. Wie soll ich den Drop singen? Naja, du musst halt so nachmachen. Okay. Du hast ja jetzt vor ein paar Tagen gestern deine EP rausgebracht vom World Club Dome. Vorgestern. Und da hast du auch mit einer koreanischen Sängerin genau. Was gemacht, eine Kollaboration. Wie ist das eigentlich entstanden? Wie kam das dazu? Weil normal hat man ja nicht so die Kontakte. Ja, das war letztes Jahr hat ja zum ersten Mal der World Club Dome in Korea stattgefunden und ich war dann im April schon im Octagon in Korea gebucht zuerst oder zu World Club Dome Pre-Party. Und da wurde ich halt connected mit der Sängerin und die war damals in einer Girly Group vor 10 Jahren und es war die erfolgreichste Girly Group in ganz Korea damals und die haben über 300 Millionen Views auf YouTube auf ihren Videos und so. Und gut, es war vor 10 Jahren und die hat jetzt halt auch ein Solo-Projekt gestartet und dann haben sich halt beide Managements zusammengetan, hatten halt die Idee, komm, kuppeln wir das halt irgendwie an, lassen wir da was zusammen machen und dann habe ich quasi den Beat produziert und die hat dann sich um den Text und die Melodie gekümmert. Und dann ist das Ding halt dabei entstanden. Und das haben wir auch zusammen dann bei der Opening-Show vor 40.000 Leuten performt und auch bei der Closing-Show dann auch noch vor 40.000. War natürlich auf jeden Fall ein Highlight, weil da halt auch irgendwie 2 verschiedene Kulturen aufeinander geprallt sind. Und es war aufregend auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat
hat dir ja auch gefallen. Das war super spaßig. Und wir sehen uns auf jeden Fall im Mai bei Bischofs Gig auf dem Elements. Ja, samstags vor allem diesmal. Samstags. Samstag. Woop. Tschüss.